gestresst wird und 15 wird ein Gefährde im Kampf. Das ist Quatsch. Demnach mache ich noch das hier auf jeden Fall. Stresslinderung nämlich, das ist wichtig. Heilig und gerecht ist. So, wie viel habe ich jetzt noch? 3. Stress wird um 15 gelindert. Lass mal bei ihm bitte. Sonst habe ich nur noch 1, das muss dann ruhen. Krankheit des Ziels wird entfernt gegen Krankheit. 4 Kämpfe. Jetzt wird mich gegen körperliche Angriffe von innen stärken. So, jetzt hat er wieder schon gegen. Ich fühle mich gesund, zumindest heute. Ich habe alle volles Leben. Deshalb bin ich an dieses eine Mal im Wald, nur ohne die ganzen Spinnen. Das sind auch überall Spinnen. The light. The promise of safety. Nein, ich guck da nicht rein. Und bitte nichts triggern. Dankeschön. Und wir wollen auch da nicht lesen. Dankeschön. Hab ich noch Weihwasser? Ach, habe ich hier schon gemacht. Das war die Stelle, die ich schon gemacht habe. Okay. So, jetzt hätte ich am besten mal nach unten gehen, oder? 90 Licht. Dass ich nichts erkunde, hier ist Kacke. Verschlossene Glasvitrine. Lass dich in Ruhe. Ich will den Kommanden töten, das ist viel wichtiger. Alter, wie hungrig die nachher lagern werden! Ist das behindert, Mann? Wie viele Bücher hier stehen? Ja, 80 Licht. Nice. So. Hier nicht gescoutet. Das ist doch kacke. Die Kiste ist leer. Und die Falle sehe ich nämlich nicht, wenn ich nicht scouten kann. Watch your step. Einen Schlüssel habe ich auch nicht mehr, da brauche ich den Sarkophag nicht aufmachen. Dich kann ich mal vorziehen, würde ich sagen. So, als erste Maßnahme. Solche Granate auf euch. So, ich fasse nur noch. Ah, komm, und tot. Sehr gut. Und der andere ist auch schon halb tot. Vergiftet. Harmloser Stich. So harmlos ist er nicht. Arschgeige. Geht nur auf ihn. Hm. Na gut, besser als nichts. Minus ausweichen, minus Abwehr. Na, verdammt. Gibt es eigentlich Prezi? Mit dem? Ja, da gibt es sich Prezi. Dann sollte ich das vielleicht doch mal öfter machen. So, nochmal vergiften hier. 4 Schaden pro Runde ist schon ganz nice. Brauche noch ein paar Runden, bis ich den Tod habe, glaube ich. Den Leichen habe ich nicht getötet, aber den Typen dahinter. Komm, komm mal vor, Junge. Giftschlag. Bam. 8 Schaden. Verfehlt. Ich würde wirklich die Prezi machen am Anfang des Kampfes. Das ist halt mein alter Ego machen. Du hast nicht genügend Platz. Gegengift. Schmeiß das halt weg. Er ist verschlossen. Ich will ihn aber auch nicht wirklich aufmachen. Wenn er verschlossen ist, wird das schon seinen Grund haben. Dann ist er hier hinten, der Boss. Und ich will jetzt eigentlich nicht noch mehr kämpfen. Blut irgendwie nicht mehr zu saugen haben.
weil so viele Fackeln habe ich nicht mehr und generell so viele Vorräte nicht mehr. Essen? Ich bin hier mehr. Ich habe noch einmal Ration für Essen. Also würde ich sagen, bewegen wir uns halt lieber hier ein bisschen in die Richtung. Kelch der Versuchung. Was hat denn der eigentlich für einen Buff? Plus geschickt, ich habe in unserer Quest, minus Stressschaden. Na, cool. So, dämonisches Zern. Hier kommt vor, Junge. Blöder Typ. Ne, solche kann das Quatsch. Dann lieber Giftschlag. Was wird das? Irgendwie ein stolpernder Angriff? Stolpernde Kralle. Hat wahrscheinlich weniger Genauigkeit. Ah, oh, ausgewichen. Verdammt. Wollen wir wieder heilen hier? Wenn wir bald zum Boss gehen. Messer im Dunkeln. Es ist nicht dunkel. Oh, bei 59. Ja, vielleicht doch so ein bisschen. Stolpernde Kralle. Die macht auch nicht so viel Schaden zum Glück. Der stirbt sowieso, wenn er wieder dran ist, wegen Gift. Ich kann es auch jetzt richtig beide töten. So. Seize this momentum. Push on to the task's end. Alchemietisch. Heilkräuter. Gold. Will ich irgendwas wegtun für 250 Gold. Ja, wahrscheinlich die Halbkräuter. Und die 25 lasst dann liegen. Ja, jetzt kommt eh der Bosskampf. Weiß ich ja schon. Da kommt noch ein Kampf vor dem Bosskampf. Ja, ist ja super. Hilfreich. Ja, ich habe nicht mehr genug Platz für Gold. Ihr Viecher, okay. Jetzt mal Schaden jetzt nicht von euch nehmen, dann kann ich mich auch heilen. So, Gefechtsmedizin. Fangen wir mal an mit heilen. Ja, das ist selber. Grad mal. Ist ja bloß markiert, oder? Ein bisschen Stress. So, du heilst dich selber. Jetzt kann man dich auch töten. Du heilst dich auch nochmal selber. Oh, jetzt kommt sie nochmal dran. Jetzt kommt mein Nacken einfach nicht dran in der Runde. Voll unfair. Es gab ja gar nichts. Okay, so, jetzt kommt der Boss. Hoffentlich schaffe ich den. Der blöde Nekromant, der wird bestimmt auch wieder Haufen Bullshit beschwören. Begraben. Oder macht er mir nur mega. Okay, so sagt mein Tod voraus, aber ich kenne ihn schon. Okay, da kommt halt das Vieh, was ich mir schon dachte. 8 bis 17. Bam. Kaputt. Achso, ich sollte die Prezi machen. Giftschlag. Ist der gegen Gift immun? Habe ich nicht drauf geachtet. Nein, ist er nicht. Sehr gut. Bluten und Gift. Das ist der, womit man ihn einfangen kann. Ganz gut. Das Fleisch ist willig. Au! Brandblasen. Okay. Krass. Der tut weh. Der tut weh. Aber Gift, ne? Sind wir schon bei 8.
so, du buffst dich erstmal selber. Und du machst ihn wieder weg. Wenn er nicht drankommt. Aua, jedes Mal 5 Schaden. Ich kann die Seele dieser Kreatur vernehmen, sie brüllt vor Schmerzen. Okay, krass. Naja, die Heilung war nicht so geil. Giftschlag! Wie viel sind das? 4 bis 8. Das ist halt doof. Aber ich will eigentlich nicht, dass der irgendwelche Scheiße dort aufstapelt. So, jetzt kann ich auch mit dem angreifen. Ich will plus Prezi. 14 Schaden. Nice. Das geht ein bisschen auf die Eier. So, wir haben mal den. Das hat besser funktioniert. Das wird Schaden. Das wird schon ziemlich krass. Ja, Stress. Bei jedem Angriff. Bei jedem Angriff. Bis 213,26. War nicht so ein guter Beruf. So, und dich. Der soll den wegmachen. Sehr gut. Damit er nichts irgendwie aufstammen kann, wie gesagt. Hier nochmal den heilen. 31, wir haben schon noch ein Drittel runter. Jetzt macht er mehr Schaden. Der Arsch. Was versuchen denn jetzt so weit runter zu kriegen, dass er nicht drin stirbt? Verdammt! Mein Präzisionsbuff ist abgelaufen. So, er kriegt jetzt 2 davon? Ja, natürlich. Deswegen hätte ich das lieber nicht machen sollen. Und jetzt lass es hier auch mal angreifen. Solche Granate. Er stirbt ja trotzdem. In der 7. Runde. Weil da dran ist. Fehlt. Oh, fuck. Sehr gut. Ich banne dich. Okay, der wäre nicht so schwer. Oder gibt es noch eine zweite Phase, wenn er tot ist? Nope. Chance auf Tugend. Chance auf Schwächung. Chance auf Widerstand gegen Schwächung. Ich brauche ich nicht mehr. Ich glaube, euch brauche ich nicht mehr. Ich will nicht beides mitnehmen. Ins Dorf zurückkehren. Das hat gut funktioniert. Krass. Ohne Geheimraum diesmal leider. Aber die waren sowieso nicht so gut zum Erkunden. Plus 4 Helden-EP. Da habe ich noch eine Stufe 3. Fix und fertig. Okay, robust. Maximal P dafür. Jo, 2 Bosse geknackt. Cool. Besiege die Sirene, besiege den Prinzen der Schweine. Komm, noch ein paar mehr. Neuer Tick, ruhig. Bei Bram. So, jetzt habe ich 12.000. Stress sortieren. Rotfeder muss auf jeden Fall. Das Essen von Nahrung. Wir dürfen nur beten, um Stress zu verringern. Ich hätte das mal machen jetzt hier. Ich bete. Ja. Ich knie nieder, ich ziehe die Perlen. Ja. So, gottesfürchtig. Wollen doch nur beten. Fuck, Mann. Wir dürfen nur trinken. So, und der Rest ist, glaube ich, vom Stress ganz gut, ganz in Ordnung. Jetzt habe ich hier schon mal 4 Leute, ne, 5 Leute auf Level 3. Das ist ganz gut. Das finde ich gut. Muss auf jeden Fall mal ein mittleres jetzt demnächst angehen.